Herzlich willkommen heute zu einem recht kurzen Video auf meinem Kanal, in dem ich euch ein bisschen über die aktuelle Situation aufklären möchte und sagen möchte, ja, ich bin erstmal zumindest wieder da. Genaueres später. Ja, weshalb ich eine Kanalpause jetzt gemacht habe, war einfach der Grund, ich habe im Oktober angefangen zu studieren. Und ja, es ist halt, wenn man sich da richtig reinhängen möchte, dann ist es einfach sehr stressig und man hat dann auch nicht unbedingt Zeit, auch am Wochenende wird es manchmal recht knapp. Und da ich YouTuber weiterhin einfach nur als Hobby so nebenbei machen möchte, wenn ich mal wirklich die Zeit dafür habe, habe ich jetzt mich erstmal für eine Kanalpause entschieden, weil einerseits brauchte ich die Zeit anders, auch die freie Zeit, die wollte ich ein bisschen anders mal gestalten. Und zweitens wäre in der Eile, die ich dann gehabt hätte, auch nur Schwachsinn bei rumgekommen, immer so schnell gefertigte Videos. Und ja, ich möchte ja schon auch ein bisschen Mühe reinstecken und das soll ja auch einfach schön werden. Was mir aber trotzdem aufgefallen ist, in dieser Zeit, in diesen 3 Monaten sind das ja jetzt mittlerweile gewesen, beziehungsweise ja 2,5 Monate, dass einfach eine große Zahl von neuen Abonnenten dazu gekommen ist. Also vorher waren es glaube ich 72, jetzt sind es schon 79. Erstmal vielen, vielen Dank für diese Abos. Ich war überrascht in dieser Kanalpause, es kam kein neuer Content, aber trotzdem Abos. Ich finde es einfach nur toll und möchte mich deswegen halt nochmal dafür bedanken. Und habe auch direkt eine Frage an euch, und zwar, ich mache ja auf dem Kanal quasi beides. Einerseits Let's Plays, andererseits auch teilweise Tutorials. Natürlich ist es mehr auf Minecraft, mehr auf Let's Plays und mehr auf Minigames oder auch mal größere Projekte fokussiert. Ja, aber das neueste VSDC Free Video Editor Tutorial kam ja auch wieder recht gut an. Und daher meine Frage mal, was würdet ihr auf meinem Kanal lieber sehen? Weswegen schaut ihr meinen Kanal lieber? Für Spielevideos, also Minecraft etc. oder wegen den manchmal kommenden Tutorials? Das könnt ihr jetzt oben in der Infokarte mal abstimmen. Das wäre sehr nett, wenn ich mal ein bisschen da Erfahrung bringen könnte, was ihr so gerne sehen wollt. Und wenn ihr da sagt, ihr mögt Tutorials sehr gerne, dann werde ich versuchen, auch mal mehr Tutorials zu machen. Es werden natürlich weiterhin Minecraft-Videos kommen, das ist klar, das ist der Hauptzweck, der Hauptpunkt von meinem Kanal. Aber natürlich werde ich dann auch versuchen, ein bisschen mehr Tutorials zu machen. Ihr könnt gerne immer, das Angebot steht weiterhin, in die Kommentare oder auch per PN oder per E-Mail, das findet ihr alles in der Kanalinfo. Und auch in der Videobeschreibung immer gerne Wünsche für Tutorials schreiben. Und ja, ich werde gucken, was sich dann machen lässt. Und ja, danke schon mal dafür. Was jetzt in nächster Zeit kommen wird, ist, diese Woche wird auf jeden Fall erstmal noch ein neuer Part Minecraft Diverse kommen. Und da werde ich auch mal schauen, was ich sonst noch so machen werde. Ab Januar ist dann auch die Weihnachtszeit und die freie Zeit erstmal wieder vorbei. Da weiß ich aber nicht, wie es dann sein wird. Deswegen kann ich noch gar nicht sagen, wie es jetzt nach diesen 2 Wochen mit Videos aussehen wird, wie es da weitergehen wird. Ich werde euch natürlich über Google Plus gerne auf dem Laufenden halten, ja, wie es dann aussehen wird. Das war es soweit von mir heute, was ich euch so sagen konnte und sagen wollte. Ihr seht jetzt natürlich auch diesen neuen YouTube-Abspann hier. Und den werde ich ab sofort auch gerne in meinen Videos benutzen, weil ich muss sagen, ich finde es sehr schön gemacht und es ist auch einfach schöner, moderner. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Tschüss!